Ich hab verpennt, ja, Mann. Ja, brauchst mir nicht zu sagen, wie wichtig das ist, das weiß ich auch selber. Alles klar, Mann. Aber ich sehe schon den Bahnhof, ich bin gleich da, Mann. Ja. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Alter, hier kommt gerade eine Horde Kegelweiber rein. Noch fit im Strumpf? Weiß nicht, also der Lack ist schon ein bisschen ab. Alles klar, Digga, bis gleich. Dass du einen Stripper bestellt hast. Mensch, Karl, das könnte dein Enkel sein. Na und, so eine kleine Frischzellenkur ist doch jetzt genau, was ich brauche. Anzieht, auszieht. Und wir wollen deine strammen Waden sehen. Den strammen Hintern will ich sehen. Hey, Süßer, ich bin die Moni und ich bin die Königin hier von unserem Club. Okay. Und wer bist du? Ich bin Serkan, der Kapitän bei uns im Verein. Ja, ich muss raus, ja. Den können wir echt gut gebrauchen. Willst du mit uns in See spielen? Nee, das muss wirklich raus. Mein Verein wartet auf mich. Heute geht's um den Aufstieg, okay, Lady? Ein ganzer Verein! Ja. Am besten, wir nehmen ihn als Geisel und dann lassen wir die Mannschaft kommen und den aufsteigen. Ja. Oh, nee, bitte. Ja. Wisst ihr was? Wenn wir gewinnen, dann dürft ihr alle zur Feier kommen, okay? Und wenn er nicht aufsteigt? Wie, wir steigen nicht auf? Das ist nicht witzig, Mann, okay? Ich also find's aber witzig, Frau. Und du, gibst jetzt jeder von uns einen Kuss. Und dann sind wir dich gehen. Nee, ja, mit Zunge. Dann zieh ich ja eher die Notbremse. Okay, oh, ich kann dich nicht an. Weißt du, vielleicht bin ich ja gar keine Königin, sondern eine verwunschene Prinzessin. Okay, alles klar. Ich muss jetzt wirklich alles richten, bitte. Ich dachte immer, sexuelle Belästigung wäre die letzte Domäne der Männer. Lasst Serkan durch oder ich lade den Clip auf YouTube. Mal gucken, was eure Männer so dazu zu sagen haben. Also mein Mann hat gar nichts zu sagen, ja? Ja, und deine Kinder? Die finden das bestimmt nicht so lustig, wenn du die Lachnummer auf dem Schulhof bist. Oder? Ciao, Ladies. Wir müssen hier auch raus. Bitte. Och, der war so. Nein, Mädels. Alle Männer und sämtliche Hemmungen zu Hause gelassen, was? Sag mal, Karin, wie weit können wir eigentlich mit unserem Gruppenticket noch fahren? Weit, meine Liebe. Sehr,